Schalke 04 zu Gast bei der Hertha im Olympiastadion. Was nach erster Liga klingt, ist momentan leider zweite Liga. Ich war im Stadion und das ist mein Stadionbericht. Der Weg zum Stadion verlief soweit ohne Probleme. Die A2 war frei, die Autobahn ging total klar. Das einzige Problem war, bereits anderthalb Stunden vor Anpfiff war der Gästeparkplatz komplett voll. Wir haben im absoluten Halteverbot geparkt und Gott sei Dank kein Ticket bekommen. Die Einlasskontrollen verliefen dann harmlos, bei mir zumindest. Allerdings habe ich bereits Leute gehört, die über eine Stunde davor gewartet haben. Da gab es also teilweise echt Probleme. Dann ab in den Gästeblock. Auch die Stimmung vor dem Spiel war soweit echt gut. Gegen St. Pauli gewonnen, gegen Paderborn etwas ärgerlich, dieses Unentschieden. Aber wir können uns nicht beschweren. Jetzt müssen wir nur endlich auch mal auswärts punkten. Gegen die Hertha könnte man doch mal den Anfang machen. Wie immer zeige ich euch natürlich hier beide Aufstellungen. Schalke muss natürlich wechseln. Brandon Soppi fällt aus und dafür kommt Matriciani. Oh, ihr könnt es schon ahnen, ihr wisst, was passiert ist. Auf der anderen Seite muss dann noch Danny Latzer kommen. Der kommt für den gelb gesperrten Seguin. Ansonsten hat Schalke eigentlich relativ die gleiche Elf spielen lassen. Was ja auch grundsätzlich verständlich ist, immerhin hat man die letzten Spiele soweit echt gut gespielt. Bereits vor dem Spiel gab es auch auf beiden Seiten die ersten Anfeuerungsversuche. Das klang auch auf beiden Seiten richtig gut. Die Ostkurve ist an sich ja echt stabil, muss man sagen. Das Stadion lädt einfach nur nicht so groß ein. Die Atmosphäre verschallt halt in diesem Riesentopf. Das Spiel beginnt, der Support geht so richtig los und kaum hat der Support begonnen, ist es 1:0 für die Hertha. Tabakovic nach Duziak-Vorlage 1:0. Und im Block machen sich die ersten Stimmen bereit, so, na, wie viel werden es diesmal in der ersten Halbzeit wieder? 3, 4, was passiert diesmal? Warum verschlafen wir eigentlich jedes Mal den Beginn? Doch dann Simon Terodde. Doch während Karel Gerz auf der Pressekonferenz noch gesagt hat, man müsste diese unnötigen Gegentore auswärts insbesondere mal abstellen, ist es in der 13. Minute Fabian Rehse, der Matriciani tunnelt. Latzer vorher fühlt sich auch nicht wirklich zuständig. Und seien wir mal ehrlich, auch in den kommenden Minuten kommt von Schalke nichts. Das ist mal wieder eine Auswärtsleistung, die überhaupt nicht mit den Leistungen heim übereinstimmt. Heim hat man ja richtig gut gekämpft und auswärts kommt jetzt mal wieder überhaupt nichts. Das ist schon wieder kompletter Müll. Doch aus dem Nichts kommt plötzlich das 2:2. Kenan Karaman, ein abgefälschter Schuss, landet bei Simon Terodde und der macht das Ding. Endlich ist Simon wieder da. Direkt zwei Dinger und der Ausgleich so wichtig. Und jetzt wird auch der Support auf Schalker Seiten etwas lauter. Der ist am Anfang echt ein bisschen erstickt worden durch dieses frühe Gegentor. Dann den Ausgleich, da ging es dann wieder. Dann kam wieder das Tor für die Hertha. Aber jetzt machen sich die tausenden Schalker doch mal etwas mehr bemerkbar.
von Schalke kommt weiterhin eigentlich relativ wenig. Alleine Fabian Reese kann gefühlt komplett Schalke ausspielen. Also Matriciani ist eigentlich nur der Hund von Fabian Reese. Das ist ein Spielball. Wirklich, der macht alles mit dem, was er möchte. In der 39. Minute ist es dann das 3:2. Das geht auch so dann in die Halbzeit und man muss sich eigentlich wieder fragen, was ist eigentlich schon wieder mit den Jungs los? Gefühlt 2 Minuten, es sind am Ende dann doch 10. Nach Wiederanpfiff kommt dann Marcin Kaminski für Danny Latzer. Hurra. Ganz ehrlich, der ist einfach nicht mehr zweitligatauglich. Es ist bestimmt ein cooler Typ, aber der kann einfach nicht mehr bei uns spielen. Das können wir einfach nicht nochmal bringen. Die Hertha macht weiter, was sie möchte. In dem Fall mal wieder Fabian Reese. Natürlich, klar, wer auch sonst. Ich meine, offensichtlich Fabian Reese mit der Flanke. Müller sieht da nicht wirklich gut aus. Winkler kann einköpfen. 4:2. Und sagen wir mal ehrlich, spätestens jetzt ist das Ding eigentlich auch gegessen. Und Schalke wechselt jetzt auch ordentlich durch, also es kommt ein Keke Top, es kommt ein Domme Drexler und auch daraufhin ist eigentlich Schalke nicht wirklich nah vorm Tor, hat keine wirklichen Großchancen. Die Hertha ist dem 5. deutlich näher als Schalke dem 3., da kommt also wirklich nichts. Danach gehen dann noch Kabadai und Obian raus, Uedra Ogo und Chulinov kommen rein. Uedra Ogo freut mich einfach riesig, dass der Junge wieder da ist. Ich hoffe, in den kommenden Wochen bekommt er mehr Spielzeit und kann für uns vielleicht noch das ein oder andere Ding bringen, weil der hat einfach nur eine Unbekümmertheit, die gesamte Mannschaft sonst nicht hat. Und dann fällt auch schon das 5:2. Florian Niederlechner, der gerade jetzt eingewechselt wurde, mit dem 5. Ding auf Vorlage von, na, dreimal dürft ihr raten, Fabian Reese. Marius Müller sieht da natürlich nicht gut aus, aber ich will ihm eigentlich keinen Vorwurf machen. Klar, diese Partie war nicht so gut, das war seine schwächste bis jetzt, aber der hat in den letzten Wochen so gut gehalten, das kann nun mal passieren. Es darf halt jetzt nicht zum Normalzustand werden, aber die gesamte Defensive sieht auch einfach mal wieder super schlecht aus. Und mittlerweile hat es fast schon Tradition, natürlich wird auch hier mal wieder der Support beendet, weil, ich meine, was willst du da noch großartig supporten? Ganz im Ernst, die zeigen ja nichts. Wenn die wenigstens was zeigen würden, dann würde der Support wahrscheinlich weiterlaufen. Ich meine, man kann hier fast froh sein, dass der KSC mal eben 7:0 gewonnen hat, so ist man nicht der Depp der Woche, aber jetzt passiert auch gar nichts mehr. Die Hertha lässt das noch austudeln, hat noch so 1-2 Chancen, hätte auch hier vielleicht noch ein 6. und ein 7. machen können, doch dann ist dieses Drecksspiel endlich vorbei. In der Kurve angekommen gibt es dann natürlich die üblichen Fans und das übliche, wir wollen euch kämpfen sehen, ja. Vielleicht wollen wir euch auch mal auswärts kämpfen sehen. Das wäre echt gut, weil da kommen noch ein paar Spiele. Die kann man gewinnen, die muss man gewinnen. Also in Osnabrück, vielleicht mal in Fürth, in Elversberg und so ein paar andere Spiele. Da müssen wir jetzt kämpfen. Das nächste Auswärtsspiel in Hannover, da werden wahrscheinlich wieder 15.000 Schalker da sein. Bitte enttäuscht die nicht schon wieder. Let's go.
Und so gewinnt die Hertha hochverdient, hat jetzt 37 Punkte, kann sich ein bisschen wieder absetzen. Schalke ist komplett unten drin. Seien wir mal ehrlich, wir sind komplett unten drin. 17. Braunschweig 27 Punkte. Na Prost Mahlzeit, das sind 3 Punkte. Wir müssen so gottverdammt aufpassen. Man stelle sich vor, man hätte nicht diesen Überraschungssieg gegen St. Pauli gehabt, dann hätten wir ein richtiges Problem. Jetzt bin ich auf deine Meinung gespannt. Wie fandest du das Spiel? Wo hast du das Spiel geschaut? Und vor allem, wie soll es weitergehen? Schreibt mir in die Kommentare. Ich bin total gespannt, was ihr sagt. Langsam fehlen mir die Worte zu diesen Auswärtsleistungen. Können wir nicht einfach irgendwie bei der DFL sagen, wir spielen nur noch heim, dann würden wir wenigstens eine Chance auf dem Mittelfeldplatz haben. Schreibt mir deine Meinung rein. Bis zum nächsten Mal.